Hi und herzlich willkommen zu einer ersten Analyse der Informationen, die wir nach dem Mist of Pandaria Presseevent bekommen haben. Wenn ihr euch jetzt fragt, wovon redet ihr eigentlich? Und zwar, letzte Woche waren Vertreter von Presse- und Fansites zu einem Event in den USA eingeladen und konnten sich dort mit den Entwicklern treffen, Mist of Pandaria spielen etc., um sich einiges aus dem nächsten Add-on anschauen zu können. Jetzt hatten die Leute ein bisschen Zeit, das Ganze zu bearbeiten, ein paar Berichte zu schreiben, und heute um 8 Uhr morgens fiel das Embargo und man konnte endlich darüber berichten, also konnte diese Informationen auf euch loslassen. Und ja, das haben die ganzen Fans halt auch wunderbar gemacht. Wir werden uns heute Abend im Übrigen auch noch einmal darüber unterhalten, was dort alles passiert ist, mit mehreren Leuten in einer Live-Show, ja, also Mist of Pandaria Live-Show. Da wird unter anderem der gute Barlo dabei sein, diverse Top-Raider von Genuine, Pulse, Vorderhort und Why Me auch. Und bei dieser Live-Show wird es dann auch nochmal in eine Tiefenanalyse gehen. Wir werden über bestimmte Sachen sprechen. Jetzt hier und heute will ich mit euch eine kleine normale Analyse nochmal der allgemeinen Informationen machen. Also für alle den Hinweis, ab 20 Uhr am 19.03. die Live-Show. Falls es nach 20 Uhr am 19.03. ist, hört ihr entweder noch rein oder aber ihr hört euch die Aufzeichnung an. Die wird es natürlich dann auch hier auf YouTube geben. Einfach hier klicken, bitte. Ja, einfach klicken und schon seid ihr wieder dabei. Also, Mist of Pandaria, es gibt Informationen, eine Menge Informationen. Ich werde jetzt einfach mal kurz mit euch so ein paar allgemeine Sachen durchgehen, dazu ein paar erklärende Sachen sagen, aus meiner Sicht, damit ihr euch vorstellen könnt, wie das Ganze aufgebaut ist. Falls ihr euch das alles selber nochmal durchlesen wollt, auch wenn in der EU gibt es momentan diese Übersicht, die wird im Laufe des Tages noch verändert werden, schöner gemacht werden, da wird es noch ein paar mehr Informationen zugeben, denn wir haben uns Sachen von anderen Seiten angeschaut, die natürlich da waren bei dem Presseevent und diese Informationen aus erster Hand hatten. Ich kann euch sehr empfehlen, die Seite von WoW hat. Die haben eine sehr detaillierte und schöne Zusammenfassung gemacht, von denen wir auch viel übersetzt haben und euch eben in deutscher Sprache zur Verfügung stellen. Aber beginnen wir doch einfach mal mit Garrosh Hellscream. Ja, es wird nämlich so sein, dass Garrosh der finale Boss von Mist of Pandaria ist. Jetzt werden sich der ein oder andere fragen, hä? Garrosh, der Anführer der Horde, wird der finale Boss von Mist of Pandaria, wieso und warum? Also, ganz kurz langsam, ruhig Blut, ja, ihr müsst euch so vorstellen, Garrosh wird im Laufe des Add-ons in den verschiedenen Patches, denn diese Patches sollen auch schneller kommen, alle 4 Monate ist ein Patch ungefähr geplant, wird es so sein, dass der gute Herr Höllschrei, wie er so schön auf Deutsch heißt, immer machthungriger wird, und irgendwann denkt sich auch die Horde, beziehungsweise die anderen Anführer der Horde und natürlich die Allianz in Form von Varian Vryn, dass er einfach ein Problem wird und dass man sich gegen ihn wenden muss. Wie genau, kann ich euch natürlich jetzt noch nicht sagen, aber ihr müsst euch das einfach vorstellen, es gibt sowieso schon Probleme, immense Probleme innerhalb der Horde mit Garrosh, ja. Sei es jetzt der gute Herr Bluthuf, der Anführer der Tauren, der hat ein Problem mit ihm. Sei es die untoten Königin, ne? Ich hatte es letztens im Back to WoW noch gezeigt, die Quest, ne? Die verstehen sich überhaupt gar nicht, ja. Mit denen hat er Probleme. Sei es mit Zul'jin, ach nicht Zul'jin, sondern wie heißt der gute Mann denn, der Trollanführer? Ihr wisst es schon, ne? Der Kollege Trollanführer und der namenlose Blutelfenanführer, die alle haben Probleme mit ihm als Warchief. Und das wird wohl irgendwann einfach nicht mehr austragbar oder einfach tragbar sein, dass er auch für die Horde eben zu einem ernsten Problem wird, weswegen sie sich seiner erledigen wollen. Das Ganze wird in dem Patch, in dem finalen Patch von dieser Erweiterung stattfinden. Da wird man sich gegen ihn hier wenden. Der Patch wird nämlich heißen Die Belagerung von Orgrimmar. Und in diesem Patch wird man dann gegen ihn kämpfen, wird ihn letztlich besiegen, entmachten. Chris Metzen hat so ein bisschen offen gelassen, ob danach Thrall zurückkommt, aber man sagt so ein bisschen, seine Zeit des Urlaubs, des Müßiggangs ist auf jeden Fall zu Ende. Also Garrosh Hellscream als der große Bösewicht innerhalb von World of Warcraft Mist of Pandaria. Ich finde, wenn ihr euch wirklich die restlichen Berichte so durchlest, die wir hier haben,
liest sich das einfach sehr gut. Sie werden es nämlich so machen, dass der Kontinent, also das Ganze startet halt wirklich mit einem Angriff von Horde und Allianz, so mit Schiffen, die wollen natürlich die Kontrolle über Pandaria haben, die neutrale Fraktion mit den Pandaren, denn es sind ja nur ganz, ganz wenige Pandaren, die sich entweder für die Horde oder für die Allianz entscheiden, ist dann natürlich so ein bisschen zurückhaltend, aber die Horde und die Allianz bekämpfen sich, wecken durch diese Kämpfe übrigens auch noch teilweise alte Übel, die dann auch nochmal zu einem Nebenproblem werden. Aber der Hauptkonflikt ist tatsächlich zwischen Allianz und Horde in Pandaria. Das wird auch so in den weiteren Questverlauf gemacht, dass dort in vorher friedlichen Gebieten tatsächlich wirklich Belagerungstürme und so weiter und Festungen auftauchen, die vorher nicht da waren. Also das wird man mit den Patches machen, um diese Story so heranzuführen, dass man halt diesen Krieg immer weiter sieht und dann wird wahrscheinlich irgendwann die Führung sagen, du hast so viele Leben genommen, Garrosh, du hast so viel Böses einfach getan und ja, ne, da wird Garrosh dann halt quasi als böser Obervillain herausgearbeitet mit der Zeit immer. Auf der anderen Seite, ja, der gute Varian Vryn, sein sowieso schon ewiger Gegner, wir erinnern uns alle schon, begonnen hat es, glaube ich, in Ulduar, nicht in Ulduar, aber in der Cinematic zu Ulduar, wo sich die beiden schon ein bisschen in den Haaren hatten. Ich habe keine Ahnung, ob sie das da schon im Hinterkopf hatten, aber es sieht fast so aus, ja. Das hat sich immer weiterentwickelt, zwischen den beiden auch sehr, sehr schlecht, ja, sehr, sehr negativ. Und Varian Vryn wird als der großartige Leitwolf, großer Anführer der Allianz und als überhaupt einen der besten Anführer herausgearbeitet, die man eben in Azeroth je gesehen hat. Wenn ihr jetzt sagt, das finde ich aber scheiße, habt ihr vermutlich das Buch Wolfsherz nicht gelesen. Ich finde dieses Buch Wolfsherz ein wirklich tolles Buch. Es hat viel Spaß gemacht und sehr viel Lore. Ihr solltet euch vielleicht mal eine Rezension dazu durchlesen. Die gibt es auch, wenn ihr in die EU einfach nach Wolfsherz suchen, da solltet ihr es finden. Und dann könnt ihr da vielleicht nochmal reinlesen. Also das ist halt wirklich eine tolle Sache gemacht, so rein lore-technisch. Wirklich gut und passend aus meiner Sicht, ja, dass Garrosh halt wirklich mit der Zeit immer zu einem Überbösewicht wird und es ist auch einfach ein anderes Gefühl, wenn man so dieses Spiel jetzt startet, ohne diesen dieses super Wesen, was da über einen schwebt, der Lich King oder von der über einem fliegende Deathwing und so, ne? Das sind halt wirklich so quasi realere Probleme irgendwie, ja? Weil wer nimmt einem denn jetzt bitte schon ab, dass jedes Add-on ständig irgendein neues Überwesen sich denkt, jetzt werde ich Azeroth mal zerschmettern und ne, so weiter und so fort. Erst war es Illidan mit seinem Kumpel Kil'jaeden, dann war es eben der Lichtkönig, jetzt Todesschwinge, ne, was sollte da jetzt als nächstes kommen? Ashara wäre irgendwie total witzlos gewesen, Sargeras Zeit ist mit Sicherheit noch nicht gekommen, beziehungsweise Kil'jaedens Rückkehr und von daher finde ich das halt eine wirklich gute Idee, dass man sich hier gedacht hat, man widmet sich mal realeren Problemen, so einem, ja, fast schon machthungrigen Diktator, zu dem man sich da vielleicht entwickelt, den einfach mal zu entmachen, ist jetzt ja nicht ganz unreal, wie ihr vielleicht mal so in manchen Schauplätzen auf der Welt gesehen habt. Daher, das finde ich interessant, das hört sich gut an. Das Ganze soll auch in der Spiritualität, wie man so schön sagte, der Classic World of Warcraft stattfinden, sodass man sich daran so ein bisschen orientiert an Classic WoW. Finde ich, hört sich auf jeden Fall wirklich gut an. Eine Sache hat man jetzt auch noch gemacht, und zwar hat man die Welt Pandaria bzw. die Insel Pandaria nochmal überarbeitet. In der originalen Version, die ich jetzt hier gerade nicht mehr vorliegen habe, ist aber auch egal, gab es 5 neue Zonen. Mittlerweile, wie ihr hier auch sehen werdet, wird es nicht nur 5, sondern es wird 7 neue Zonen geben. Ja? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neue Zonen ohne die Startzone. Und hier will Blizzard einfach es möglich machen, dass wenn man von, also man muss nicht, keine Angst, man muss nicht alle 7 Zonen durchquesten, um 5 Level zu machen, aber der Vorteil soll hier sein, wenn man einen zweiten und dritten Charakter levelt, dass man nicht das Gefühl hat, man hat alles schon mal gemacht. Auf der einen Seite finde ich das ja zwar immer gut, aber auf der anderen hat Blizzard hier natürlich vollkommen recht, man muss irgendwie ein anderes Spielgefühl haben und es darf nicht irgendwie schon nach dem ersten Mal langweilig sein, noch eine Char hochzuleveln. Und da muss man ihnen recht geben,
Ja, das war halt mit Cataclysm tatsächlich so, dass man ja im Prinzip den gleichen Weg, bis auf jetzt vielleicht einen anderen Anfangsweg, nochmal gegangen ist. Das ist hier nicht so. Man hat hier wieder Möglichkeiten geschaffen, drumherum zu gehen. Ne, man muss zum Beispiel nicht durch Tiefenheim gehen, wenn man hochlevelt. In Cataclysm hat man keine andere Chance. Hier habt ihr sie. Es gibt wirklich 7 neue Zonen. Ist eine unglaubliche Anzahl. In Cataclysm war es ja so, dass man diese großartige Überarbeitung des alten Contents nochmal gemacht hat. Und das war hier natürlich nicht nötig, daher hat man einfach die Zeit gehabt. Das Unglaubliche daran ist, dass 6 von 7 Zonen schon fertig, fast fertig, mit Quests bestückt sind etc. Also die Leute sind da schon ein bisschen weit. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der Release steht kurz bevor. Ne? Aber das kann ich mir halt nicht vorstellen, dass Blizzard da jetzt mitten im Hochsommer, weil ich meine, 15. Mai kommt Diablo 3, wann bitte, also sie können ja jetzt nicht nächsten Monat sagen, hey, ach, übrigens, wusstet ihr eigentlich schon, Mist of Pandaria kommt jetzt. Ne? Das geht ja nicht. Und wenn man mal ehrlich ist, wann sollen sie dann bitte Mist of Pandaria rauskommen? Im Juni, Juli, August? Also frühestens im September, alles andere würde keinen Sinn machen, aber naja, wir haben ja Diablo 3 für die Zwischenzeit. Übrigens noch eine andere schöne Sache sind hier die weiblichen Pandaren, oder? Wir haben hier die weiblichen Pandaren und mir gefällt das Model. Ich habe hier noch eins, da haben wir nochmal so ein Konzeptart der weiblichen Pandaren. Sieht nicht schlecht aus, oder? Also gefällt mir persönlich echt gut. Aber naja, kommen wir weiter zu unserer Zusammenfassung, dass wir das vielleicht nochmal durchgehen. Ein 11. Char-Slot kommt, finde ich auch gut. Ja? AI-Looten wird mit Mist of Pandaria eingeführt, kennt man schon aus SWTOR, ist aber eine gute Sache. Die Beta startet sehr, sehr bald. Es wird natürlich Beta-Shows geben, sobald ich einen Fuß in die Beta gesetzt habe und Filme veröffentlichen darf von Blizzard aus, ne, werde ich natürlich sofort die Sachen auch veröffentlichen. Ja, sobald ich kann und darf, werde ich es tun. Es wird keine überarbeiteten Charaktermodelle in naher Zukunft geben. Die sind nämlich einfach noch nicht fertig. Bisher ist nur der Zwerg fertig. Die Charakterkreation wird komplett überarbeitet. Also man macht das anders einfach. Man wählt dann zum Beispiel nicht irgendwie so durch Rechtsklick, sondern aus so einer sieht dann alle Frisuren auf einmal etc. Aber das werden wir uns dann auch mal in der Beta-Show anschauen. Die Kreaturen, also wenn ihr jetzt irgendwelche Gegner so seht, gibt es ja manchmal so, dann gibt es die einmal in Blau, Grün, Rosa und so. Ne? Das wird anders gemacht. Die kriegen nämlich Rüstungen, um die einfach so ein bisschen unterschiedlicher zu machen, um eben diese pure Einfärbung daraus zu nehmen, sondern das so zu machen. Ja, ein neues Feature wird so sein, dass die Ausrüstung eines Charakters im Level runterschraubt, damit man auch mit Freunden leveln kann, obwohl man 85er hat. Kommt vielleicht sogar schon mit einem Release, ja. Man hat sich dazu entschieden, kein Item Squish sozusagen zu machen, also dass nicht mehr irgendwie 500 Beweglichkeit oder sowas auf euren Ausrüstungen sind, sondern nur noch 50 oder so. Das hat man nicht gemacht, sondern man macht es so, dass man diesen Megaschaden, also aus 60.000 wird halt 60k im Interface, so wird man es ändern. Ja, aufgrund der Änderungen am WoW-Entwicklerteam wird in Mist of Pandaria angestrebt, alle 4 Monate ein Patch zu bringen. Finde ich großartige Idee, finde ich super. Das ist genau das Richtige. So wollen wir es haben, Blizzard, denke ich, oder? Leute, also ich auf jeden Fall. Accountweite Erfolge kommen wahrscheinlich noch nicht direkt zum Release, sondern später. Naja, ich werde hier nicht auf alles weiter eingehen. Eine Sache möchte ich aber noch sagen zu Instanzen und Raids, beziehungsweise erstmal kurz bedauern. Es gibt zum Release auf jeden Fall kein Dota-BG in Mist of Pandaria. Finde ich echt schade. Aber naja, Instanzen und Raids. Zum Start der Erweiterung wird es 3 Raids gehen mit 14 Bossen. Und 2 Outdoor-Bossen, also insgesamt 16 Bosse. Ich muss sagen, da war ich ein bisschen geschockt und verstehe auch noch nicht ganz genau, wieso. Warum hat Blizzard hier nicht zum Anfang direkt einfach erstmal nur die Hälfte, also 7 Bosse reingepackt und dann einfach gesagt, hey, hier, einen Monat nach Release, da habt ihr die Bosse. Ich hoffe inständig, bitte Blizzard, wenn mich irgendjemand hört von Blizzard, der das weiterleiten kann, bitte, 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 macht sowas wie ein Gating-System rein. Andere werden das nicht hören wollen, aber letztlich habe ich mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ein Gating-System ist gut, um den Content
besser zu strecken. Es ist zwar vielleicht mal ganz nett, sich da so richtig rein zu nerden und 14 Bosse innerhalb von anderthalb Monaten machen zu müssen quasi, aber rückblickend betrachtet, so wie es zu Sunwell gelaufen ist, viel, viel besser. Viel, viel besser. Blizzard, bitte dieses Gating-System, wenn schon 14 Bosse, sodass der Content halt wirklich lange hält. Natürlich, alle 14 Bosse gibt es in LFR, Normal und Heroic. Das Loot-System hört sich für mich ein bisschen faszinierend an, was sie im LFR einführen wollen. Und zwar wollen sie nämlich das so einführen, dass man quasi nicht aufploppen sieht, was für Items gedroppt sind, sondern man würfelt einfach. Dann, wenn man gewinnt, bei diesem Würfeln wird erstmal gecheckt vom System, gibt es bei diesem Boss Items, die der Typ gebrauchen kann? Wenn ja, gewinnt man das Item, was man gebrauchen kann. Wenn nein, bekommt man nichts. Ja? Ich kann euch noch nicht genau sagen, wie sich das entwickeln wird. Hört sich aber ganz interessant und gut an. Sie wollen das vielleicht dann auch noch ausweiten, wenn das gut läuft, wollen aber das einfach irgendwo starten und fanden, das LFR ist das Beste dafür. Eine ganz andere interessante Sache finde ich noch, was mit den Tapferkeitspunkten passiert. Denn diese werden komplett überarbeitet und werden dann keine Währung mehr sein wie im Moment, sondern es wird so sein, dass man die Tapferkeitspunkte dazu nutzen kann, seine Ausrüstung aufzuwerten, dass also die Ausrüstung ein höheres Item-Level bekommt. Ja. Aber naja, also wir haben hier ganz viele Sachen. Es wird zum Beispiel keinen neuen Gildenlevel geben. Es werden alte ausgetauscht, die einfach nicht gut waren. Es gibt Interviews, es gibt Bilder, es gibt Videos, ganz, ganz viele Sachen. Es gibt ja eigene Guides noch, wie hier zum Beispiel zu dem neuen Content in Mists of Pandaria. Wir haben hier zum Beispiel die Änderungen an Berufen. Wir haben hier unten PvP. Ja, da sehen wir, was uns in PvP bevorsteht. Wir haben hier Herausforderungen, wir haben Szenarien, ja, wir haben Haustierkämpfe und das Questing generell, was da geändert wird. Also ich kann euch sagen, wir haben einiges mehr noch an Infos. Die solltet ihr euch unbedingt anschauen, auch wenn in der EU gibt es eben, wahrscheinlich wenn ihr das Video irgendwann später seht, nochmal eine ganz tolle Zusammenfassungsseite, wo ihr dann hier draufklicken könnt. Die Seite wird sich noch weiter verändern. Im Moment sieht sie so aus. Bald gibt es dann da alle Berichte, die wir haben, nochmal schön grafisch angeordnet. Ab dem Nachmittag des 19. sollte das der Fall sein. Bis dahin kann ich euch nur sagen, schaut einfach vorbei. Es wird wirklich klasse werden. Auch heute Abend bei der Live-Show, falls ihr es vorher hört, falls ihr es danach hört, schaut euch den Mitschnitt an von der Live-Show. Und meine Einschätzung, ich freue mich riesig auf Mists of Pandaria. Erst war ich vielleicht auch ein bisschen verhalten, ob des fehlenden Endbosses, was ich bis jetzt gehört habe. Ich habe nichts gehört, was ich so richtig schlecht finde, weil auch das mit dem Gating-System haben sie gesagt, dass sie das vermutlich machen wollen. Und von daher habe ich da Hoffnung. Ja. Und ja, ich habe einfach nichts gehört, was ich so richtig schlecht finde. Ich finde es insgesamt gesehen sehr gut sogar, was ich gehört habe. Und wenn mich nicht alles täuscht, wird es ein grandioses Add-on werden. Ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich, wenn die Beta startet. Die soll sehr, sehr bald starten. Bitte, bitte lasst mich ganz schnell rein, lasst mich ganz schnell Beta-Shows machen. Ich freue mich, mit euch in der Beta zu spielen. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf die Mists of Pandaria Beta. Dann sind wir nämlich alle so ein bisschen gehypt, natürlich im Moment klar, weil neue Informationen und so weiter. Also in diesem Sinne, wir freuen uns alle auf Mists of Pandaria und ja, besonders natürlich darauf, wenn wir, nee, den nicht, sondern hier haben wir es, wenn wir am Ende gegen ihn kämpfen. Garrosh Hellscream. Also in diesem Sinne, Mists of Pandaria, ich komme! Und bis zum nächsten Mal, euer